An dieser Stelle hatte Ismail Jascha seine Imbissbude. Der Nürnberger Familienvater war super freundlich und hatte für uns Kinder immer ein offenes Ohr. Wir waren damals erst 3 Jahre alt, aber Herr Jascha wird immer in unseren Herzen bleiben. Die Nazis brachten den Terror nach Gleishammer. Doch lassen wir uns davon wirklich einschüchtern. Vergesst es. Gleishammer ist unser Stadtteil und wird auch immer so bleiben. Und wie schön es hier ist, das zeigen wir euch jetzt. Kommt mit! Warum ist für dich Gleishammer bunt? Weil es viele Sportplätze gibt. Die Luise ist eine Jugendkultureinrichtung, Schwerpunkt für Veranstaltungen für Jugendliche mit dem noch mehr verstärkten Schwerpunkt für Musikförderung für junge Bands. Man kann hier Proberäume mieten, man kann hier Konzerte veranstalten, Theaterveranstaltungen machen und sich als Jugendliche ehrenamtlich in diesen Bereichen ausbilden, also fortbilden in Form von Workshops. Ja, einfach mitmachen und Dinge realisieren, die einen interessiert. Die Luise und der Schachertreff arbeiten ja sehr eng zusammen. Gibt es in Gleishammer noch mehr Vernetzung in der Kinder- und Jugendarbeit? Ja, also da gibt es auf jeden Fall noch mehr Vernetzung. Ich glaube, da wird der Arno auch gleich noch was zu sagen. Was ich sehr schön finde, dass wir auch mit dem Schacherimbiss zum Beispiel zu tun haben, dass wenn wir freitags, dann gehen wir halt auch mit den Kindern, den Schülern auch öfter Döner essen und dann kriegen wir da so Ermäßigungen und was da ganz toll ist. Aber auch Hildes Backgut zum Beispiel, die Bäckerei hier im Stadtteil. Auch da ist es so, wenn wir da für uns Sommerfest oder irgendwas da Brötchen bestellen oder irgendwas bestellen, da kriegen wir auch Prozente. Das gilt, glaube ich, auch für Veranstaltungen der Luise. Also da ist einfach so ein soziales Miteinander und das ist ganz toll. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel mehr Vernetzungen. Ja, der Kids AK ist ein Arbeitskreis, der sich hier aus verschiedensten Kultur- und Jugendeinrichtungen, vor allem Jugendeinrichtungen, zusammensetzt. Wir machen Menschenrechtsbildung hier im Stadtteil.
organisieren Feste und Fußballturniere, Streetsoccer-Turniere, Fairplay-Turniere. Und alles geht letztendlich um ein gesundes und offenes Miteinander. Das ist das Ziel. Wie hat sich Gleishammer in den letzten 10 Jahren verändert? Ich glaube, die sind mehr zusammengerückt. Also man ist sich, glaube ich, bewusster, worum es geht beim Zusammenleben. Ja. Und man ist auch bereit, mehr bereit, was zu tun, auch aktiv was fürs Zusammenleben zu tun. Da gab es ja Projekte, es gab Stadtteilpicknicke und so weiter. Und man redet miteinander. Es findet, finde ich, vergleichsweise sehr viel Austausch statt. Es gibt so ein paar Knotenpunkte, so ein paar Netzpunkte. Und das spürt man schon auch. Warum ist Gleishammer für Sie bunt? Wegen den Menschen. Ja. Nein, ja, wegen den Menschen. Wegen den Menschen. Weil die so sind, wie sie sind. Spinnert, charmant. Vielfältig, ja. Unterschiedlich. Welche Botschaft haben Sie an die Kinder und Jugendlichen von Gleishammer? Sucht nach dem, was euch verbindet, nicht das, was euch trennt. Und lasst euch nicht einschüchtern. Ja. Warum ist für dich Gleishammer bunt? Weil man hier gut skaten kann. Ja, das war mal so ein Spruch meiner Mutter, die hat gesagt, heute Nacht hat mich meine Backwut gepackt und ich habe dann 5 Kuchen auf einmal gebacken. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, Backwut, das ist so ein traditioneller Begriff, den verwendet heute keiner mehr. Das wäre ein guter Name für eine Bäckerei. Da steckt Tradition drin, da steckt Leidenschaft drin und da steckt ein bisschen Wahnsinn drin. Und es gehört alles mit dazu, wenn man heutzutage eine Bäckerei aufmacht, eine kleine. Wie haben Sie den NSU-Mord vor 10 Jahren erlebt? Da ich erst vor 8 Jahren hergezogen bin und erst dann meine Bäckerei aufgemacht habe, kann ich nicht sagen, was vor 10 Jahren war. Aber auch 2 Jahre danach hat man noch sehr viel Verunsicherung bei den Menschen hier gespürt. Es sind oft Fragen aufgetaucht. Manche haben auch erzählt, wie sie in die Ermittlungen der Polizei verwickelt worden sind, obwohl sie eigentlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt haben, nur weil sie mit dem Telefon zufällig in der Nähe telefoniert haben und dann die Daten eben irgendwie bei der Polizei gelandet sind. Also da war schon sehr viel Verunsicherung zu spüren. Was gefällt Ihnen an Gleishammer am meisten? Ja, dass es eben diesen dörflichen Charakter hat, dass man die Nachbarschaft kennt, dass hier sehr viele junge, aber auch sehr viele alte Leute wohnen, sehr gemischt, auch die Nationen sehr gemischt sind und dass vieles sehr nachbarschaftlich verläuft. Wie hat sich Gleishammer in den letzten 10 Jahren verändert? Wenn die Frage allgemein gestellt ist, es hat sich sehr viel baulich verändert, es ist sehr viel Geld investiert worden. Viele Wohnungen werden renoviert, es sind einige neue Häuser, die gebaut werden oder schon gebaut wurden. Der Anteil von Studenten hat sich erhöht. Neuerdings sind auch wieder mehr Asylbewerber hergezogen, weil ein Heim dafür errichtet wurde. Ich glaube im Großen und Ganzen, dass sich Gleishammer zukunftsorientiert verändert. Also es verändert sich was in eine gute Richtung. Wie würden Sie Gleishammer in 3 Worten beschreiben? Vielfältig.
dörflich und doch städtisch. Warum ist Deißhammer für Sie bunt? Weil es hier sehr viele verschiedene Menschen mit sehr vielen verschiedenen Geschichten gibt und im Allgemeinen sehr nett miteinander umgegangen wird. Warum ist für dich Deißhammer bunt? Weil hier immer was los ist. Was heißt Sieg der Herzen auf Türkisch? Kalplerinli. Vor 10 Jahren wurde İsmail Yaşa ganz in der Nähe ermordet. Haben Sie selbst schon Fremdenfeindlichkeit in Gleishammer erlebt? So birkaç yıl önce İsmail Yaşa öldürülmüştü. Aber Yabancılar, İsmail Yaşa wurde vor ein paar Jahren ermordet, wie du schon sagtest, aus fremdenfeindlichen Gründen. Aber trotzdem leben wir als Fremde hier weiter. Wir haben keine Angst vor Fremdenfeindlichkeit und erledigen hier nach wie vor unsere Arbeit, um zu leben. Yabancılar düşmanlığı diye bir korkumuz da yok. Hala geschäftimiz açık. Çalışıyoruz. In jedem Land leben Fremde und jeder Fremde ist Teil des kulturellen und sozialen Reichtums dieses Landes. Ein Land ohne Fremde ist kaum vorstellbar. Ein Land ohne Fremde kann es nicht geben. Was gefällt Ihnen an Gleishammer am meisten? Gleishammer'da yaşadığım için de ve geschäftim olduğu için de seviniyorum. Es freut mich, in Gleishammer zu leben und hier ein Geschäft zu besitzen. Wir leben in Gleishammer brüderlich und rücken näher zusammen. Dieser Vorfall hat nicht dazu geführt, dass wir uns gegenseitig diskriminieren. Egal ob Türken oder Deutsche, es gefällt uns allen hier in Gleishammer im Frieden zu leben und es wird auch keine Kraft schaffen, das zu ändern. Yani bozmaya gücü yetmeyecek yani yabancılar olarak. Wie würden Sie Gleishammer mit 3 Worten beschreiben? Gleishammer'daki yaşayan tüm yabancı ve yerli diyelim Almanların hepsi de. Die Menschen in Gleishammer sind intelligent, kultiviert und lassen es an Respekt und Nächstenliebe nicht mangeln. Ve birbirlerine saygıyı, sevgiyi hiçbir zaman için eksik etmeyen bir insan topluluğu yaşıyor. Sie sind ja selber Dönerladenbesitzer. Ja, haben Sie Angst davor, dass ein Terroranschlag wie vor 10 Jahren noch einmal hier passiert? Döner dükkanı bana ait. Ja, der Laden gehört mir. Wir fürchten uns auch derzeit nicht, hier zu arbeiten. Es gefällt uns. Ich bin stolz auf meine Arbeit und wir lassen uns nicht einschüchtern. Hala da devam ediyoruz şu anda çalışmaya. Ben de çok memnun oldum. Geldiniz burada. Bu şekilde sizinle konuştuk. Bir kısaca olsa. Mich hat es auch sehr gefreut, dass wir ein so schönes Gespräch hatten. Ich bedanke mich, dass ihr hier so ein Interview organisiert habt und wünsche euch noch einen guten Appetit. Afiyet olsun diyorum döneriniz için. Warum ist das immer für dich rum? Weil man hier Fußball spielt. Boom, 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 boom
tanzen gelernt haben. 1, 2, 3, hey! Und die Schule damals mit dem Mord, der ja fast genau gegenüber passiert ist, umgegangen? Also ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil ich damals nicht an der Schule war. Ich weiß aber aus den Erzählungen von Kollegen, die damals schon da waren, dass das eine riesige Betroffenheit ausgelöst hat. Eine Betroffenheit einfach mal, weil es ein Verbrechen war, was sehr nahe an der Schule passiert ist. Man kannte ja die Hintergründe damals noch gar nicht so genau. Zum anderen aber auch, weil es ein Verbrechen an einem Mann war, der von vielen, vielen Kindern und auch Lehrkräften sehr, sehr gemocht wurde. Wie fühlen Sie sich heute hier ganz in der Nähe, wenn Sie an den Mord von vor 10 Jahren denken? Immer dann, wenn ich an dieser kleinen Gedenkstelle dort drüben vorbeikomme, wo jetzt auch diese Platte in den Boden eingelassen wurde, wo ein Bild von Ismail Jascha hängt und wo die von unseren Schülern gestalteten Kacheln hängen, dann denke ich schon darüber nach, wie kann es sein, dass Menschen aus Fremdenfeindlichkeit so eine Tat begehen. Und ich habe ganz oft noch einen zweiten Gedanken dazu, nämlich was muss mit diesen Tätern in deren Geschichte passiert sein, damit sie auf solche Gedanken kommen, damit sie sich so entwickeln, um solche Taten begehen zu können. Und das ist für mich wiederum ein Ansporn, an der eigenen Schule für Toleranz zu kämpfen, für ein friedliches Miteinander von Menschen und solches Gedankengut, wie es die Täter des NSU entwickelt haben, gar nicht erst zum Ausbruch kommen zu lassen. Das ist unsere Aufgabe als Schule. Wird das Thema heute noch in der Schule behandelt? Wir haben verschiedene Gedenkveranstaltungen durchgeführt in den vergangenen Jahren. Die letzte erst in diesem Jahr hier zusammen mit anderen Institutionen und Organisationen aus dem Stadtteil, bei der wir nicht nur das Gedenken an Ismail Jascha hochhalten, sondern auch den Blick in die Zukunft richten wollen, nämlich dass Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz in Gleishammer keine Chance hat. Welche Aktivitäten bietet die Scharrer-Schule ihren Schülern außerhalb des Unterrichts? Speziell im Ganztag bestehen hier viele Möglichkeiten. Wir haben drüben an der Luise den Scharrer-Treff, der viele Schüler von uns betreut, der ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten anbietet, der Freizeitgestaltung, aber auch der schulischen Begleitung im Bereich von Hausaufgaben. Wir haben die gebundenen Ganztagesklassen am Haus, die ja von ihrem Ansatz her bereits Freizeitaktivitäten haben, und wir bieten an der Schule für alle Schüler eine ganze, ganze Menge von AGs an. AGs im sportlichen Bereich, Fußball, Tanz, Basketball, Schwimmen, Ballsport, Kampfspiel. Ja, und wir versuchen hier einfach die Neigungen und Interessen der Schüler aufzufangen und ihnen Alternativen für die Freizeitgestaltung anzubieten. Wieso ist für Sie Gleishammer bunt? Weil in Gleishammer so ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Unterschiedlich von der Lebenssituation, unterschiedlich von der Religion, von der Herkunft, von der Hautfarbe. Weil, das ist für mich ein ganz neuer, bunter Aspekt in diesem Stadtteil, Gleishammer sich jetzt auch bereit erklärt hat, Flüchtlinge aufzunehmen, hier ganz in der Nähe unserer Schule. Das macht diesen Stadtteil nochmal ein Stück bunter, und das zeigt aber auch durch die Unterstützung, die diesen Flüchtlingen hier zuteil wird, wie die Menschen hier zusammenrücken. Bunt ist für mich vielfarbig, und bunt ist für mich immer etwas, was ein großes Bild ergibt. Und dieses Bild, finde ich, präsentiert Gleishammer speziell in den letzten Jahren schon in besonderer Art und Weise. Dann danke ich für das Interview. Sehr gerne, Jan.
Das ist Gleisam. Das ist unser Stadtteil. Das ist der Sieg der Herzen.